Hallo zusammen, hast du schon einmal auf deinen Rentenbescheid geguckt, also auf die Hochrechnung für deine Rente? Ich verspreche dir, wenn du da drauf guckst, musst du spucken. Die Wahrheit ist, dass egal, was da drauf steht, es wird dir nicht reichen. Du musst also etwas anderes tun. Wenn du wissen willst, was du zum Beispiel tun kannst, dann kommst du am besten jetzt am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, in meinen Workshop. Sein Live-Workshop wird gemacht über Zoom. Du kannst dich auf dem Link hier unter dem Video anmelden. Und ja, ich freue mich auf dich. Die Sache ist nämlich folgende. Das Rentensystem ist logischerweise überlastet, weil ihr Jungs und Mädels, ihr seid nicht aktiv genug. Ja, ihr müsst mehr, ihr wisst schon was, also ihr müsst mehr Kinder kriegen, weil mit der Geburtenrate, die wir haben, und die ist durch Corona komischerweise gar nicht hochgegangen, sondern runtergegangen, mit dieser Geburtenrate ist es sowieso sinnlos. Da wird es irgendwann gar keine Deutschen mehr geben. Ja. Ihr wisst genau, welche Bevölkerungsgruppen immer noch viele Kinder haben, weil sie das gelernt haben aufgrund ihrer Historie, dass eben alles ein bisschen schwierig ist und dass je mehr Kinder du hast, desto besser du versorgt bist. Dieses Denken ist uns natürlich in Deutschland vollkommen abhanden gekommen. Problem ist, du hast dann keine Kinder, die für dich sorgen können. Und dann sitzt du da mit deinen, keine Ahnung, 800, 900, 1000, 1100, 1200 Euro. Und diese 1200 Euro, wenn du Glück hast, reichen dann, um, keine Ahnung, 2-3 Tage gut zu leben. Weil, ich habe es auch schon in anderen Videos angesprochen, das dürfte dir bekannt sein, Inflation ja deine Rente immer zusammenfrisst. Denn die Rente erhöht sich ja nicht, aber der Wert wird immer kleiner. Das heißt, wenn du zum Beispiel die Freude hattest, mit deiner Großmutter einmal ein Gespräch zu führen, wird dir deine Großmutter erzählen, dass sie zum Beispiel für eine Kinokarte 20 Cent oder 20 Pfennig damals bezahlt hat. Und heutzutage, wenn du ins Kino gehst, dann sagst du, wie, 16 Euro? Das sind ja 32 Mark, was ist denn hier los? Und es wird natürlich in den nächsten Jahren nicht anders werden. Ich weiß, dass meine Rente vernachlässigenswert ist, weil ich die meiste Zeit meines Lebens logischerweise selbstständig war. Und es ist mir auch vollkommen egal, weil ich brauche keine Rente und ich will mich auf den Staat nicht verlassen. Aber viele von uns träumen ja davon, endlich aus dem Hamsterrad aussteigen können und dann mit der Rente in irgendeiner Art und Weise leben zu können. Vergesst das. Du musst heute anfangen, über deine Altersvorsorge nachzudenken und diese sicherlich nicht auf einem Sparbuch aufzubauen, sondern investieren. Investieren kannst du in viele Dinge. Die seriöseste Art und Weise ist sicherlich ein Investment in Aktien. Das heißt nicht, dass du jetzt morgen hingehst und alles, was du hast, in irgendeine Aktie reintust, sondern das kann man ein bisschen clever machen. Ja, du musst zum Beispiel immer darauf achten, wenn überall vom Crash gesprochen wird, ist das vollkommen egal. Der Crash muss da sein. Und der Crash ist ein Geschenk. Wenn du in einen Crash gerätst, und zwar bitte mit Bargeld, nicht nachdem du oben gekauft hast, dann ist das ein Geschenk, weil du kannst dort billig Aktien kaufen. Weil Unternehmen, die in Anführungsstrichen immer Geld verdienen, die kannst du dort billig erwerben, weil irgendwelche Schwachköpfe sie rausschmeißen, weil sie ihr Risiko schlecht gemanagt haben und deswegen in einem Crash dazu gezwungen werden, diese Position zu total niedrigen Kursen abzustoßen. Bedeutet, auf diese Gelegenheiten musst du warten. Problematik per heute ist, der letzte Crash war ja gerade erst wegen dieses Virus. Ja. Ich will den Namen nicht so oft sagen, weil sonst spielt YouTube mein Video nicht aus, weil sie denken, ich hätte irgendwas gegen oder wie auch immer gesagt. Also, ihr wisst Bescheid, es war gerade Crashzeit und natürlich sind die Märkte jetzt relativ hoch und natürlich gibt es 1 Million Gründe,
warum vielleicht im Augenblick der Markt hoch oder zu hoch bewertet ist. Und wir hoffen alle, dass er runterkommt, damit wir billig kaufen können. Natürlich hoffen wir das. Aber die Wahrheit ist, der Markt entscheidet, wann er runterkommt, nicht wir. Es liegt nicht an irgendwelchen fundamentalen Ereignissen oder sonst wie. Es liegt nur daran, gibt es jetzt Verkäufer, die raus wollen, oder gibt es Käufer, die rein wollen? Im Augenblick, heute, sieht es aus, als wären da Käufer, die rein wollten, weil wir sind relativ weit oben, fast ganz oben. Wir freuen uns also auf den nächsten Crash, weil er deiner Altersvorsorge ja einen echten Schub verleihen wird. Achte darauf und lerne es vorher. Komm in meinen Workshop, Freitag, Samstag, Sonntag, jetzt dieses folgende Wochenende. Komm in den Workshop, der ist gratis, kostenlos. Er ist nicht umsonst, weil du wirst etwas lernen, aber er ist kostenfrei. Das heißt, du musst nicht deine Kreditkarte rausholen, sondern du musst dich einfach nur auf dem Link hier, dem Zoom-Link, eintragen und dann bist du dabei. Ich freue mich auf dich. Einen wunderschönen Tag. Tschüss.